Nadja Uhl hat das geschafft, wovon viele junge Schauspieler träumen. Uhl gehört mittlerweile zu den besten Schauspielerinnen Deutschlands. Das machen auch ihre zahlreichen Auszeichnungen, wie unter anderem der Silberne Bär oder der Deutsche Fernsehpreis, deutlich. Zu verdanken hat die heute 48-Jährige ihren Erfolg wohl auch ihrer Schauspielausbildung an der Leipziger Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy. Bereits 1994 ergatterte die in Stralsund geborene Nadja Uhl ihr erstes Engagement am Potsdamer Hans-Otto-Theater. Nach zahlreichen Film- und TV-Auftritten gelang der hübschen Blondine dank ihrer Rolle als Tatjana in Volker Schlöndorffs Film Die Stille nach dem Schuss schließlich der Durchbruch. Es folgten große Kinorollen in Bernd Eichingers Der Bader-Meinhof-Komplex, Mogadischu, Männerherzen, Operation Zucker oder Alles inklusive. Im Jahr 2017 stand die talentierte Darstellerin für das Nachkriegsdrama Ich werde nicht schweigen und den ZDF-Zweiteiler Tod im Internat vor der Kamera. Und auch privat läuft bei der 1,68 Meter großen Schauspielerin alles nach Plan. Bereits seit Jahren ist Nadja Uhl mit ihrem Manager Kai Bockhold liiert. Das Paar hat zwei gemeinsame Töchter, Eva Paulina und Ida Elena. Gemeinsam mit ihrer Familie lebt sie heute in Potsdam, wo sie sich den Traum eines Mehrgenerationenhauses erfüllt hat. Dort lebt sie nun gemeinsam mit ihren Familienmitgliedern und Freunden zwischen 20 und 90 Jahren unter einem Dach. Für den Star keine ungewöhnliche Wohnsituation. Es ist langfristig das sinnvollste Lebensmodell. Wir konnten bisher so viel voneinander lernen, in allen Höhen und Tiefen, erklärte sie einst gegenüber Express. Trotz ihrer jahrelangen Beziehung mit Kai Bockhold tat sich Nadja Uhl lange Zeit schwer mit dem Thema Hochzeit. Im Interview mit Bunte verriet Uhl einst: Wir haben zwei Kinder und es ist immer noch sehr schön. Ich würde das gern noch ein ganzes Weilchen so leben. Es funktioniert immer noch sehr gut, mit allen Höhen und Tiefen. Der Gedanke ans Heiraten versetzt mich in latente Panik. Ich habe jetzt das Gefühl, ganz freiwillig da zu sein, wo ich bin. Und das fühlt sich gut an. Ob die beiden nun doch endlich geheiratet haben, ist bislang nicht offiziell bestätigt. Dennoch kursieren Bilder des Paares, auf denen Bockhold als Uhls Ehemann bezeichnet wird. Das Paar selbst hält seinen Beziehungsstatus weiterhin privat.